So, jetzt geht's besser. Gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur heutigen Weihnachtsfeier der Marktgemeinde Wiener-Neudorf recht herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, dass so viele hier sind. Wir haben ja gestern schon einen Termin gehabt. Auch da waren wir wirklich voll und auch heute wieder sehr, sehr viele Gäste. Das freut mich ganz besonders. Also herzlich willkommen bei unserer Feier. Weiß ich, wie es Ihnen geht? Für mich ist es fast so, als wären wir noch vor kurzer Zeit da gemeinsam gesessen, haben auch Weihnachten gefeiert. Ich glaube, viele waren dabei von Ihnen im letzten Jahr, wo wir die Vienna Comedian Harmonist da gehabt haben. Glaube ich auch eine sehr gute Show, eine sehr interessante, eine tolle Weihnachtsshow. Und ich kann Ihnen versprechen, auch für heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Auch das wird wieder, glaube ich, eine sehr unterhaltsame, eine fröhliche, eine wirklich tolle Weihnachtsshow. Man muss ja heutzutage auch schauen, die Zeit verfliegt ja immer so rasch. Also das Jahr vergeht relativ schnell und die einzigen Dinge, die dann eigentlich wirklich so Fixpunkte sind im Jahr, sind dann gewisse Traditionen, gewisse Ereignisse, die man gemeinsam vom Brauchtum her begeht. Ob das jetzt das Osterfest ist, ob das dann später im November dann Allerheiligen ist, der Nikolo, Weihnachten wahrscheinlich als eines der größten Feste, was man feiert. Das alles sind Traditionen, die wir schon über Generationen hinweg pflegen, immer in unterschiedlicher Ausprägung, aber ich glaube, dass diese Traditionen einem Jahr auch wirklich Struktur geben. Struktur im Sinne von, man hat ein bisschen was zum Anhalten. Die Zeit wird immer schnelllebiger. Bis vor kurzem habe ich noch nicht einmal den Begriff gekannt, jetzt während der Weihnachtszeit ist das jetzt groß transportiert worden, da hat es gegeben einen Black Friday, ein Einkaufsfreitag. War das im Prinzip aus Amerika zu uns herübergeschwappt. Dann am nächsten Montag war das Cyber Monday, der gekommen ist. Dann gibt es auch viele, viele Leute, die sehr gerne schon statt Weihnachtsfest zum Beispiel oder statt Weihnachtsmärkte, die man hat, Wintermärkte oder Winterfest sagen und damit eigentlich den Hintergrund für das Fest, was wir bei uns in der Tradition haben, ja eigentlich schon wieder in den Hintergrund rückt. Aber ich glaube gerade, dass Traditionen etwas Schönes sind. Wenn man sich zurückerinnert ein bisschen, Dinge, die jeder von uns auch schon in seiner Jugend so mitbekommen hat, ist Weihnachten, glaube ich, ein ganz besonderes Fest. Der Zauber um Weihnachten herum, die Spannung, die man besonders als Kind hat, aber dann auch immer noch als Erwachsener, wenn man sagt, die Weihnachtszeit nähert sich, der Weihnachtstag nähert sich, und man freut sich dann richtig auf den Tag, auf den 24. Dezember, wo man dann viele von uns in gemeinsamer Runde, in Familie, mit den Freunden gemeinsam Weihnachten begehen kann. Und da gibt es schöne Traditionen. Ich nenne ein Beispiel, Nicolo zum Beispiel. Nicolo ist so ein Punkt, da hat es vor circa 2,5 Jahren eine große Diskussion darüber gegeben, soll man Nicolo noch eigentlich bei zum Beispiel Kinderbetreuungseinrichtungen zulassen? Ist das noch legitim? Soll man das noch tun oder eher nicht? Und da muss ich sagen, da ist Wiener-Neudorf, glaube ich, ein bisschen anders, weil da wird die Nicolo-Tradition sehr hoch gehalten. Und eine der ersten Sachen, die mir auch wichtig war, vor 2,5 Jahren, das machen wir mittlerweile schon das dritte Jahr, dass ich gemeinsam dann mit dem Herrn Bürgermeister, mit der Frau Vizebürgermeisterin und dem Nicolo gemeinsam von Kindergarten zur Volksschule und auch im Gemeindeamt zu den unterschiedlichen Abteilungen gehen und dort die Nicolo-Tradition nachgehen. Und das ist schon interessant bei der Nicolo-Tradition, dass auch Erwachsene, die dann diesem Nicolo gegenüberstehen, mit dem weißen Bart, mit der Mütze, der sehr andachtsvolle Worte spricht, dass selbst Erwachsene wiederum ein bisschen zurückfallen in das Kindsein, ehrfurchtsvoll aufschauen und dann diese Tradition erinnert werden. Ich glaube, eine sehr schöne Tradition. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, was wahrscheinlich sehr viele von uns zu Hause haben, die Tradition des Adventkranzes. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der Adventkranz ist im 19. Jahrhundert erst entstanden von einem evangelischen Theologen damals, einem Herrn Wichern. Johann Hinrich Wichern hat er geheißen, in Hamburg, und der hat ein Jugendhaus geleitet. Und die Idee war eigentlich, von diesem Adventkranz den Kindern, die er betreut hat, zu zeigen, wie lange es noch dauert, bis Weihnachten ist. Und er hat genommen damals ein riesengroßes Wagenrad, hat er genommen mit 28 Kerzen damals noch drauf, die gehalten waren in Rot und in Weiß, die einen wurden angezündet während der Arbeitstage, die anderen Kerzen wurden angezündet an den jeweiligen Sonntagen. Und heutzutage hat sich das ein bisschen gewandelt, diese Tradition, den Adventkranz gibt es immer noch, aber natürlich haben, glaube ich, die wenigsten von denen den Platz, sich ein Wagenrad zu Hause hinzustellen mit 28 Kerzen, wo man jeden Tag was anzündet, aber auch das eine Tradition, die man, glaube ich, sehr gut pflegen kann und die auch sehr wichtig ist. In dem Zuge glaube ich, dass
es sehr schön ist, dass Sie auch heute hier sind, dass wir auch die Weihnachtstradition gemeinsam begehen können, dass wir einen Christbaum haben, dass wir gemeinsam uns auf Weihnachten einstimmen und vielleicht den Stress oder vielleicht gewisse Dinge, die im Jahr nicht so gut passiert sind, ein bisschen hintanstellen können. Also in dem Sinne hoffe ich, dass Sie einen unterhaltsamen Nachmittag haben und dass Sie viel Freude bei der Feier mit uns gemeinsam haben. Ich möchte natürlich begrüßen zwei Personen ganz besonders, unseren Herrn Bürgermeister, den Herrn Herbert Janschke, herzlich willkommen. Und stellvertretend für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die heute hier sind, unsere Vizebürgermeisterin, die Frau Dr. Elisabeth Gleisner, herzlich willkommen. Gut, und lieber Herbert, ich würde dich ersuchen, um ein paar Worte deinerseits. So, der Regisseur hat gesagt, ich muss mich... Stimmt das? Hier? Okay, danke. Ja, schönen Nachmittag von meiner Seite. Ja, liebe Wiener Neudorferinnen, liebe Wiener Neudorfer, ich habe am Sonntag eine Winterreise gemacht. Es war eine total tolle Schneelandschaft, und zwar in unsere Partnergemeinde Bernkopf mit einer kleinen Abordnung von Hirn. Wir haben dort Weihnachten gemeinsam gefeiert, dort mit den Bernköpflern. Und ich habe zwei Dinge mitgebracht für Sie. Erstens einmal die besten Glückwünsche von Bürgermeister Arnold Bauernfried an Sie alle. Und dann haben wir noch etwas mitgebracht, und das liegt vor Ihnen. Und das ist ein Gesteck, wo da sowas drauf ist. Die Damen aus Bernkopf wollten uns ganz was Besonderes machen und haben lange nachgedacht, und es ist einer Dame eingefallen, Söckchen wären ganz gut. Und dann hat sie so einen Flipchart-Papier, wenn Sie das kennen, von Bernkopf, das Geschäftl, nah und frisch, aufgehängt, und da konnte man sich eintragen, welche Dame wie viele Söckchen macht. Und dann war die erste Dame dort, die hat drei hingeschrieben, die nächste zwei, die andere fünf, das wird nichts, wir brauchen ein paar hundert. Und dann haben sich sechs Damen gefunden, die haben sich das angetan und haben für uns, für sie, über 600 so Söckchen gestrickt. Also, dieser Applaus geht jetzt via Neudorf TV dann direkt nach Bernkopf. Also ich habe mich auch sehr bedankt. Sie haben halt schöne Grüße, soll ich ausrichten. Und Sie haben wahnsinnig viel Freude gehabt beim Stricken. Und das meiste, glaube ich, waren 127 Socken, hat eine Dame da oben für uns gestrickt. Aber es ist wahnsinnig schön. Wir feiern ja heute Weihnachten bei einem Frühlingswetter. Dort war wirklich schönes Weihnachtswetter. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wir haben heute ein ganz besonderes Programm für Sie vorbereitet. Nicht ich, sondern da möchte ich zwei Personen in diesem Raum mich wirklich bedanken. Das ist seitens der Gemeindeverwaltung die Frau Hiller. Liebe Helga Hiller, wo ist sie? Hand hoch dort. Und unser Sozialreferent Robert Stania, auch er kriegt einen Applaus. Jetzt haben sie applaudiert und wissen gar nicht, ob ihnen das Programm gefällt, aber ich weiß es, weil ich habe es gestern schon sehen dürfen. Es ist etwas Beschwingtes, so viel nehme ich vorweg, aber es wird ihnen gefallen. Zumindest gestern ist es sehr, sehr enthusiastisch aufgenommen. Ein bisschen nachgedacht im Jahr 2000, vielleicht war jemand bei Ihnen noch dabei, da war das letzte Mal, haben wir eine gemeinsame Pensionisten-Weihnachtsfeier über den Ort gemacht. Das war 2000, ich kann mich noch gut erinnern. Das war sowas von gesteckt voll, und dann habe ich 2001 beschlossen, wir machen diese Weihnachtsfeier in zwei Hälften, diesseits und jenseits der Dresdner Straße. Und wenn ich mir das anschaue, lieber Robert, und es geht die Baby-Boomer-Generation in ein paar Jahren in Pension, wo ich dazukehre, er ist ein bisschen jünger als ich, dann wirst du drei Veranstaltungen machen müssen. Das wird sich mit zwei dann nicht mehr ausgehen. Ja, weil ich habe einen Wunsch an Sie, und den habe ich alle Jahre. Ich wünsche mir für uns alle Gesundheit, und ich wünsche mir von Ihnen, dass wir uns nächstes Jahr um diese Zeit bei der Weihnachtsfeier 2018 hier alle versammelt wiedersehen und dass uns keiner verloren geht. Es halten sich nicht immer alle dran an meinen Wunsch. Also bitte, ich hätte gerne, dass Sie sich an diesen Wunsch halten, dass wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen. Und eine Kleinigkeit sage ich Ihnen auch noch, meine Schuld, darum habe ich da müssen auch was arbeiten, ich habe mich zu spät um den Kalender gekümmert. Jetzt haben wir nicht gewusst, was tun wir. Fotos, und haben wir einfach nicht mehr geschafft. Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen einfach Kalendersprüche.
Da ist aber das Problem, wer hat welche Rechte an einem Kalenderspruch, und dann ist mir in der Kulturabteilung eingefallen, du hast ja gerade ein Buch geschrieben, dann nimm du was und du über Nacht was, stell was zusammen und wir machen Kalendersprüche mit dir. Also wenn Sie einen Kalender mitnehmen, dann werden Sie irgendwie mich 12 Monate zu Hause haben. Also wenn Sie sich das antun wollen, können Sie dann am Schluss noch so den Kalender mitnehmen. Weihnachtlichen Revue, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Meine Damen und Herren, Sie sind jetzt für eine Stunde lang gefragt und auch auf das Herzlichste eingeladen. Wann immer Sie eine Melodie kennen oder einen Text noch auswendig wissen, bitte singen Sie so laut mit, wie Sie können. Fragen Sie nicht Ihre Sitznachbarn, die singen nämlich hoffentlich auch mit. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß und bei dem nächsten Lied ist das Mitsingen schon sehr einfach. Es ist aus dem bekannten Musikfilm Mariandels Heimkehr und das Lied, nach dem die beiden hier vorne sich heute benannt haben. Lady Sunshine und Mr. Moon. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, dass sie am Himmel sich niemals trafen, denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Da sind wir beide besser dran, viel besser dran, weil ich dein Mund so oft ich will am Tage küssen kann. Hier unten ist das Leben schön für dich und mich. Mein Mund sagt dir so oft ich will, mein Schatz, ich liebe dich, doch Lady. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Märchen werden sie nie. Weihnachtszeit und Kerzenschein, komm, pack mit mir Geschenke ein, weiter brauch ich nichts zum glücklich sein. Weihnachtszeit und Kerzenschein, über uns vermisste Zeit, die Wohnung riecht nach letztem Teig, alle Hirten stimmen fröhlich ein. Weihnachtszeit und Kerzenschein, das Auto steckt tief im Schnee, kein Streudienst in unserer Nähe, gepackt in viel Papier. Was schenkst du mir? Was schenkst du mir? Was sind in den ganzen
Kerzenpäckchen sein, Weihnachtszeit und Kerzenschein. Nur 11 Monat sind der Arbeit und am 12. Kreuz nur spürt der Herr von, doch wir haben auch noch im Dezember zu tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wäre die Vorweihnachtszeit ohne ein Blockflötenkonzert? Und das bekommen wir heute serviert von Mr. Moon persönlich. Ich darf bitten. Sehr schön. Und der kleine Johannes am Klavier. Und noch einmal im Duft. Weihnachtszeit und Kerzenschein, komm, pack mit mir Geschenke ein. Weiter brauch ich nicht zum Glücklichsein. Weihnachtszeit und Kerzenschein. Über uns der Mistelzweig, die Wohnung riecht nach Plätzchenteig. Alle Hirten stimmen fröhlich ein. Weihnachtszeit und Kerzenschein. Das Auto steckt tief im Schnee. Kein Streudienst in unserer Nähe. Eingepackt mit viel Papier. Was schenkst du mir? Was schenkst du mir? Was will in dem ganzen Päckchen sein? Weihnachtszeit und Kerzenschein. Vielen Dank. Weil's Kindlein schlafen will. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Die Englein tun schon jubilieren, bei dem Kindlein musizieren. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf. Maria tut dich niedersingen und ihr treues Herz erbringen. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein. Ein Baum, ein Weihnachtsbaum, das ist
Wenn die Tanne niemals blüht, ein Baum, ein Weihnachtsbaum, das ist das Schönste, was es gibt. Pieks in der Baum, Nadel der Baum, kalt in die Äste und aus ist der Traum. Den ganzen Dreck im Zimmereck fege ich beinahe stündlich weg. Es tut mir leid, mach dich bereit, der Baum muss weg und du weißt, es wird Zeit. Klar ist es mir, klar ist es dir, Ostern steht schon vor der Tür. Doch, ein Baum, ein Weihnachtsbaum, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Baum, und Tannenbaum, und wenn die ganze Welt lange Zeit vom Leben schon in Saus und Braus. Doch ich hab keine solchen Wünsche, mich zieht's nicht zum Reichtum hin. Ich brauch nur dich und die Musik, damit ich glücklich bin. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauch kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich doch dazu. Und diese ganze Kleinigkeit bist du. Deine Liebe und Musik, 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 alle! Ein junger Mann, den ich sehr liebe, weil er bezaubernd ist und nett. Der sagte neulich, dass er mich zur Ehefrau gern hätte. Doch weil er leider viel zu arm wär, hätte er zu fragen nicht gewagt. Da habe ich als Antwort ihm nur Folgendes gesagt. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, funkeln und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich doch dazu. Und diese ganze Kleinigkeit. Ich brauch nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Yeah! Problem haben hier im deutschsprachigen Raum. Denn unsere echten Weihnachtslieder,
Die sind alle so kurz. Wenn man da alle Strophen durchsingen würde, dann wären wir in einer halben Stunde fertig, könnten wir wieder nach Hause gehen. Und deswegen haben wir unser Programm ein bisschen gestreckt mit ein paar lustigen Umdichtungen oder ein paar Liedern, die ganz gut in die Zeit passen. Und dann haben wir noch etwas gemacht, nämlich einen Arrangeur gesucht, der uns ein paar der alten traditionellen Weihnachtslieder versucht hat, in einen Gassenhauer umzuwandeln. Und wie so etwas klingt, das hören Sie jetzt. Und auch bei diesem Lied, meine Damen und Herren, bin ich mir sicher, dass Sie eigentlich die Strophen alle auswendig können. Wenn Sie trotzdem gerne ein bisschen nachschauen wollen auf Ihrem Tischen, in kleinen Liederbüchlein, da finden Sie die richtigen Worte. Sie werden gleich wissen, wo es geht. Alle Jahre wieder, das ist das Kind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Tanzteil. Falls Sie gerne mittanzen wollen, tun Sie sich keine Zwang an. Zwischen den Tischen ist Platz. Steht auf mir zur Seite, still und Darin spielt Peter Alexander einen Trompeter. Einen Trompeter haben wir heute nicht dabei, dafür aber einen hervorragenden Saxophonisten am Saxophon, Andreas Schacher. Viele Mädchen da, doch leider nicht die eine, die ich meine. Pocopocopocola, ich wär ihr doch so gerne da. Und geb ihr, wenn ich könnte, einen. Ich weiß was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt, wie du mir. Poco, 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 da, die Mädchen sind zum Lieben da, und ich lieb sonst keine als die eine. Poco, 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 da, ich glaube auch sie weiß es ja, sie nun bald die meine werden muss.
ich weiß, was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine. Ich weiß, dass er dir genauso gefällt, wie du mir. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Hör von fern, wie der Fischerchor von Wiener Neudorf singt. Und wie singt es? Bella, Bella, Bella Marie, bleib mir treu, ich komm zu. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie, vergiss mich nie, vergiss mich nie. Es geht der Wind mit Stärke 10. Der Schnee tobt hin und her. Am Himmel ist ein Stern zu sehen. Er funkelt zu uns her. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an. Da zeigt sich schon der Weihnachtsmann. Wir haben Karotten im Gesicht und fürchten uns nicht. Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbieten. Kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Die Sonne schien vom Himmel fest. Uns wurde langsam heiß. Ich träumte, es kommt ein tapferer Held. Der trocknet unseren Schweiß. Da kamen dunkle Wolken näher und brachten uns ein Flackenmeer. Zeigt auch der Frühling sein Gesicht. Wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbieten. Kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir uns noch gerne bei ein paar Weihnachtswichteln im Hintergrund bedanken, ohne die dieser Nachmittag nicht möglich gewesen wäre. Einen Riesenapplaus bitte schön für den Georgie und den Flo an Licht und Tod.
unsere Technik heute. Und stellvertretend für das ganze Team vom Catering, für das ganze Team vom Haus, von der ganzen Gemeinde, einen herzlichen Dank für die Einladung an den lieben Herrn Bürgermeister, an den Herrn Stanier und die gute Seele im Hintergrund, die Frau Hiller. Einen großen, großen Applaus, bitteschön. Engel singen Jubellieder, künden die Geburt des Herrn. Von den Bergen hallt es wieder, Freude ist nun nah und fern. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Froh vernimmt das Volk die Kunde, naht ein König, kommt ein Held. Hört, geboren war zur Stunde Gottes Sohn, das Heil der Welt. Immer wieder denk ich dran, wann für uns zwei das Glück begann. Es war nicht im Sommer, nicht im Mai, nicht im Herbst beim Duft vom Heu. Nein, es war zur Winterzeit, es war so kalt und hat geschneit. Doch im Spiegelsaal, da tanzten wir und du sprachst verliebt zu mir. Schnee, 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 Schneewalzer tanzen wir, du mit mir, ich mit dir. Beim Schnee, 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 Schneewalzer.
wird dir und wird mir, auch im Winter so wollig warm. Wenn im Frühling Blumen blühen und die Wälder sind schon grün, wenn die Drossel singt im Wald und des Jägers Horn erschallt, wenn die Sommersonne glüht und der Mond am Feld erblüht, wandern wir durch Wald und Feld. Ach, wie schön ist doch diese Welt. Beim Schnee, alles Walzer! Tanzen wir, du mit mir, ich mit dir. Schnee, 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 Schneewalze tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich haben heute eine hervorragende Weihnachtsfeier hier in Wiener Neudorf erlebt und schuld seid ihr beiden mit eurer Band, wenn sie euch vielleicht ein bisschen vorstellt. Wir sind Lady Sunshine und Mr. Moon und wir machen Schlager der 20er bis 50er Jahre eigentlich und haben heute einen Auszug aus unserem Weihnachtsprogramm gebracht. Das heißt, das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern. Mhm. Genau. Und ich glaube, also das Publikum-Reaktion war also sehr gut, oder? Wir haben uns beide Tage, die wir hier sein durften, wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Das waren, ich glaube, insgesamt 600 Zuschauer oder so. Ich nehme nicht an, dass uns viele vorher schon gekannt haben, aber so warmherzig, wie wir aufgenommen wurden, da ist es uns nicht schwer gefallen, uns hier wirklich wohl zu fühlen. Nachdem ich die Aufführung ja gestern schon miterleben durfte, war sie heute genauso professionell. Genau gleich, also wirklich, ich kann nur sagen, hervorragend gemacht. Dankeschön. Und bitte weiter so und ich hoffe, wir hören von euch. Wir werden uns immer weiter bemühen, auch in die Radiostation zu kommen. Wir schreiben ja auch eigene Lieder, die hier und da vielleicht auch schon gespielt werden. Unsere neue Single heißt So wie bei Peter Alexander. Alexander. Also vielleicht habt ihr ja Lust, auch da mal auf YouTube reinzuschauen. Ja, okay. Dann könnt ihr uns ja die Adresse schicken und wir können es auch weiterleiten. Ist kein Problem. Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Alles Liebe und auch schöne Feiertage. Alles Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg im nächsten Jahr. Dankeschön vielmals und das Gleiche zurück. Danke. Zweimal war der Festsaal des Freizeitzentrums voll. Die Pensionisten sind unserer Einladung gefolgt. Das freut uns natürlich als Gemeinde sehr, wenn wir unseren Pensionisten etwas zurückgeben dürfen. Und ich glaube, es war wirklich eine schöne, würdige Feier und zur Einstimmung auf Weihnachten. Vor allem eine tolle Gruppe, die also für das Alter der hier anwesenden Menschen richtig gute Musik aus der Jugend gespielt hat. Ne? Das macht auch viel aus. Genau, die haben wirklich alle mitgerissen und haben wirklich auch den richtigen Ton getroffen, weil ich habe wirklich so in die Reihen geschaut und es haben wirklich viele mitgelebt, weil es waren Lieder der Jugend, Lieder aus den 30er, 40er Jahren ihres Lebensalters und ich glaube, das haben sie sehr genossen. Wie war es? Wie hat es Ihnen gefallen? Na, ganz toll, weil es war so modern durch diese Gruppe und einmal was anderes. Mhm. Und das Bärchen ist ganz fantastisch, schöne Stimmen,
dann auch die immer andere Kostüme, also ganz wunderbar, hat uns sehr gut gefallen. Trotz vegan schauen sie gut aus, gell? Naja, das ist jetzt das große Thema, nicht? Ja. Die Jungen alle wollen vegan und was weiß ich, aber... Ja, ja. Nein, ganz super. Ja, die Musik Bienen, natürlich auch, Musik, nicht? Für, ja, für die Generation na, 50 plus, nicht? So wie ja. Sie. Nicht? Ja, danke schön, danke schön. Danke ja. auch den Bürgermeister, ja. dass er sich immer was einfallen lässt. Nicht? Die junge Dame war ja Hauptdarstellerin. Ja. Und sie hat uns belehrt, auch wenn man sich vegan ernährt, kann man so gut ausschauen wie sie. Naja, wahrscheinlich, weil man sich vegan ernährt, schaut man so gut aus. Wie hat dir das Programm gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Das Abwechslungsreiche, das Virtuose, das Tanzen, das Singen, die Texte und das Aufpassen beim Singen, dass man nicht in den Ursprungstext zurück. Das könnte man mir vorstellen, ist... war nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach, weil wir ja die Lieder auch im Original singen und ja, nur natürlich. Zu Weihnachten dann umgetextet haben. Genau, das passiert eh manchmal, ja. aber ja. Gott sei Dank sind wir zu zweit, mein Partner und ich. Nein, es war schwungvoll und trotzdem weihnachtlich. Und deswegen hat es mir gut gefallen. Wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe gern auch besinnliche Weihnachten, aber das war... richtig, so eine Mischung und ich liebe diese Art von Musik. Robert Stanja, Sozialreferent und Bürgermeister-Stellvertreter von Wiener Neudorf, ist derjenige, der verantwortlich zeichnete für den heutigen Abend für die Pensionistinnen und Pensionisten von Wiener Neudorf. Wie ist denn das gelaufen aus deiner Sicht? Also aus meiner Sicht muss ich sagen, sehr, sehr gut und die Resonanz von den Leuten jetzt beim Gehen, muss ich sagen, ist auch wirklich ganz, ganz toll gewesen. Sie waren froh, praktisch, dass was Schwungvolleres gewesen ist, dass es nicht, dass sich abgehoben hat von anderen Programmen, die wir bis jetzt gehabt haben, dass ein bisschen eine Abwechslung drinnen ist. Und natürlich mit Songs und mit Liedern natürlich, die man kennt, ja, wo man mitsingen konnte. Man hat auch gesehen, dass die Leute auch mitgeklatscht haben und auch mitgesungen haben und das zeigt schon, eine Weihnachtsfeier soll eine Feier sein, das soll ein Fest sein, wo man auch lachen kann, wo man auch einmal sich freuen kann, wo man Spaß hat dabei und das ist, glaube ich, gelungen. Vor allem also die Auswahl der Lieder nicht? Mit den 50er, 60er, 70er ganz Jahren, genau. Das hat der Generation 50 plus, die da war, ja, bis ganz besonders gefallen. Nicht? Genau, also ganz genau richtig. Also die Musik, glaube ich, hat jeder gekannt, der hier gewesen ist, muss ich sagen. Auch mir hat die Musik, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also auch ich kenne viele Lieder davon und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Leute auch Melodien hören, die sie kennen. Es hat dann trotzdem, wie gesagt, wir haben das gemeinsame Weihnachtslied auf jeden Fall auch dabei gehabt, das ist ganz klar. Aber es war was Schwungvolleres und das hat den Leuten, also die Resonanz, die ich jetzt bekommen habe, jetzt beim Verabschieden, war sehr, sehr positiv. Herr Bürgermeister, wie fühlst du dich nach so einer tollen Feier? Naja, es waren eigentlich zwei tolle Feiern, Dienstag und Mittwoch, 700 Pensionisten auf zweimal und sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Wir haben uns diesmal über ein beschwingtes Weihnachtsprogramm drüber getraut und ich muss sagen, großteils, bis auf ein paar kritische Stimmen, großteils sehr, sehr gut angekommen und ich glaube, es war wirklich eine tolle Weihnachtsshow. Für die richtige Generation die richtigen Lieder. Nur mit dem Singen müssen wir noch ein bisschen was tun, glaube ich, mit dem Mitsingen. Also wir haben unsere Partie, sage ich es dann, beim rückwärtigen Teil hat sehr heftig mitgesungen. Das ist nicht bis noch vorgekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, das muss ich mir dann auf dem Film anschauen. Das gibt's nicht. Da musst Nein. du ein schlechtes Mikrofon haben. Das kann sein. Ja, also noch einmal herzlichen Dank und alles Liebe, alles Gute für Danke. Die nächsten Tage. Es sind ja noch einige bis zum Friedensfest, ne? Ja, ich habe noch diverse Weihnachtsfeiern und natürlich sonstige geht die Arbeit natürlich auch weiter. Schöne restliche Adventszeit. Okay.